Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen heute zu einer neuen Folge zur Strickzeit mit Lisbeth. Ich freue mich natürlich total, dass ihr wieder eingeschaltet habt und auch an alle Neuen herzlich willkommen auf meinem Strickpodcast. Ich zeige euch, was ich fertig gestrickt habe, was ich aktuell in der Mache habe und auch gegebenenfalls meine Pläne, was ich noch so vorhabe. Also kann es natürlich jetzt losgehen mit der Strickzeit mit Lisbeth. Ganz viel Spaß dabei! Herzlich willkommen zurück zu meinem Strickpodcast. Ich möchte euch heute wieder ein fertiges Strickstück zeigen, was ich jetzt gestern fertig bekommen habe. Und zwar ist das der Zipper-Sweater von Petit Knit. Ich glaube, viele von euch kennen den auch. Und zwar habe ich den für meinen Freund gestrickt. Das heißt, ich trage ihn heute nicht selbst. Naja, wäre vielleicht auch was schön Oversiziges für mich, ne? Aber ich habe ihn auf jeden Fall dabei. Ich werde euch auch ein paar Bilder einblenden, wie der getragen aussieht. Und anhand von den 5 Fakten möchte ich euch den Zipper-Sweater heute vorstellen. Ja, ihr Lieben, zur Präsentation des Zipper-Sweaters oder meiner 5 Fakten habe ich euch den Zipper-Sweater einmal hier nach hinten hingehängt. Und dann können wir den gleich aber auch nochmal im Detail ein bisschen anschauen. Ich glaube, das ist einfach ein Design, was super viele schon kennen, weil Petit Knit ja auch eine sehr bekannte Designerin ist. Und können wir jetzt einfach starten. Wie ich ja schon gesagt habe, ist das der Zipper-Sweater von Petit Knit. Und dieser Zipper-Sweater hat eine etwas längere Geschichte. Und zwar ist es so, dass ich die Wolle dafür schon im Herbst 2021 gekauft habe, weil ich meinem Freund zu Weihnachten eine Strickjacke stricken wollte. Und ich finde es super schwierig für Männer irgendwie schöne Strickjacken zu finden. Keine Ahnung, vielleicht habt ihr da irgendwelche tollen Quellen. Schreibt das gerne mal unten in den Kommentar rein. Also ich finde es irgendwie super schwer für Männer, vor allem Strickjacken zu finden. Also hatte ich mir überlegt, welches Design ist relativ kastig, relativ gerade geschnitten. Und da hatte ich den, Champagner-Cardigan auch von Petit Knit mir vorgestellt, dass der eventuell auch für Männer tragbar sein könnte, als bisschen schickeren Cardigan. Also habe ich den gestrickt und ich kann euch mal hier an der Seite quasi über den Zipper-Sweater jetzt nochmal ein Bild einblenden von dem Champagner-Cardigan. Der hat mir nicht gefallen und ich habe ihn dann zu Weihnachten gestrickt und der hat auch meinem Freund gar nicht gestanden. Der war, weiß ich nicht, irgendwie hat das alles nicht so gepasst. Und deswegen lag der Cardigan die ganze Zeit in der Ecke, wurde natürlich nicht getragen, was ich auch verstehen kann. Und also wie gesagt, der hat mir halt irgendwie auch nicht gefallen und für mich wäre er viel zu groß gewesen. Und dann habe ich mich dazu entschieden, mal wieder, irgendwie in jeder Folge habe ich irgendwas mit Ribbeln, merke ich gerade. Naja, ich habe mich dazu entschieden, den Champagner-Cardigan wieder zu ribbeln und habe mir dann ein neues Design gesucht. Die Wolle hatte ich ja schon, deswegen wollte ich auch gucken, dass ich mit der Wolle dann auch wieder was Neues für meinen Freund stricken kann. Das heißt, ich bin auf Ravelry gegangen und habe da alles durchgesucht und habe dann gefunden, dass eine Strickerin den Zipper-Sweater aus der Wolle gestrickt hat. Und aus diesem Grund habe ich jetzt den Zipper-Sweater gestrickt. Der passt besser, der sieht viel schöner aus und ich glaube, mein Freund ist damit auch wesentlich glücklicher als mit dem anderen Cardigan, der wie gesagt nie getragen worden ist. Also, zum Fakt 1 und kurz zur Vorgeschichte, weshalb ich den Zipper-Sweater gestrickt habe. Ich hatte euch ja jetzt gerade schon erzählt, dass ich die Wolle schon vor zweieinhalb Jahren gekauft habe. Und zwar handelt es sich hier um die Lamana Bergamo in der Farbe Walnuss. Die haben wir gemeinsam ausgesucht, mein Freund und ich. Und dann hatte ich die ja ursprünglich gekauft für den Champagner-Cardigan und habe ihn dann natürlich wieder geribbelt, also gestrickt, gewaschen, dann irgendwann wieder geribbelt, wieder gestrickt und jetzt nochmal gewaschen und es ist ein Träumchen. Also er ist echt kuschelig weich und ist meiner Meinung nach eine super Alternative, wenn man nicht ein Mohair-Beilaufgarn verwenden will, weil das juckt, weil man das einfach nicht mag oder so.
Wenn man aber trotzdem einen kuscheligen Pulli haben möchte. Und da ist die Bergamo echt eine richtig schöne Alternative, weil die super kuschelig ist und gefühlt mit jedem Waschen irgendwie nochmal weicher wird. Die Zusammensetzung von dem Garn sind 75% Merino-Wolle und 25% Alpaka-Wolle. Und ja, Kratzen ist ja ein subjektives Empfinden, aber also wir finden, die kratzt gar nicht. Die ist total schön weich und deswegen auf jeden Fall empfehlenswert. Genau, und ich hatte ja auch gesagt, dass ich bei Ravelry nachgeschaut habe, was man aus der Bergamo stricken kann für Männer. Und da hatte ich einen Beitrag gefunden, dass jemand den Zipper-Sweater gestrickt hat. Allerdings den, ich sag mal, Frauen-Zipper-Sweater, weil es gibt ja den Zipper-Sweater, den Zipper-Sweater-Man, den Zipper-Sweater-Light, der, glaube ich, in der Konstruktion komplett gleich ist, der aber aus unterschiedlicher Wolle gestrickt wird und damit dann natürlich nochmal eine andere Maschenzahl zum Beispiel ja aufweist und vielleicht auch in der Raglan-Schräge irgendwie ein bisschen was anderes hat. Auf jeden Fall hatte sie auf Ravelry den Zipper-Sweater, die ganz ursprüngliche Anleitung als Herrenpulli und hat dann gesagt, sie strickt ja, XL für L, also quasi eine Größe größer. Und dann habe ich meine Maschenprobe gemacht mit der Bergamo, und habe dann auch die Größe XL gestrickt, um L zu erhalten. Und das hat bei mir super funktioniert. Also das kann ich auch, ja, was heißt empfehlen. Aber es hat bei mir einfach funktioniert, dass ich mit der Lamana Bergamo eine Größe größer gestrickt habe, als man vom Brustumfang her bräuchte. Und es passt jetzt total gut. Also ja, habe ich hier Größe XL gestrickt, um die Größe L rauszubekommen. Genau. Ja, ich habe die Nadelstärke 5 verwendet. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, welche jetzt bei dem Zipper-Sweater in der Anleitung steht, aber es hat bei mir gepasst mit der Nadelstärke 5, dass ich, wie gesagt, die Größe 1 größer stricke, damit am Ende der Zipper-Sweater für meinen Freund passt. Und ja, damit sind wir auch schon beim letzten Fakt zum Zipper-Sweater. Und zwar, wie immer, so ein bisschen die Konstruktion. Und dafür hole ich den mir nochmal hier nach vorne. Ja, ich fange einfach mal unten an, weil das Highlight des Zipper-Sweaters ja sicher der Zipper ist. Und zwar ist es so, dass ich hier unten einfach ein Bündchen gemacht habe, rechts verschränkt links. Bei der Originalanleitung sind die Bündchen wesentlich länger, sowohl an den Armen als auch hier unten. Ich fand es aber irgendwie als Herrenpulli schöner, wenn das Bündchen nicht ganz so lang ist. Und genau, das Ganze sieht hier so aus. Das Bündchen habe ich, wie gesagt, noch nicht gewaschen, weil ich immer den Pulli wasche, um zu gucken, wie lange er am Ende ist und dann erst danach das Bündchen anstricke. Von daher sieht das noch so ein bisschen unsauber aus. Das wird aber nach dem Waschen total schön. Wenn ich euch das mal hier zeige, an dem Arm, und habe dann italienisch abgekettet. Das sieht man hier hoffentlich ein bisschen. Genau, und so habe ich sowohl die Armbündchen gemacht, als auch das Bündchen am unteren Ende von dem Pullover. Genau, wie schon gesagt, es sind hier Raglan-Schrägen drin, auf beiden Seiten und hinten. Und das Herzstück des Ganzen ist natürlich der Zipper hier. Das ist mit einem doppelten Kragen gestrickt. Und dann wird dieser Zipper hier nachträglich eingenäht. Und ich kann euch das mal innen zeigen, wenn ich den Zipper aufbekomme. Genau, hier innen sieht man einfach das Bündchen, sieht man hier hinten schön. Da wird es zusammengestrickt, hier innen. Und dann habt ihr hier noch, ich muss es noch weiter öffnen. Ja, ich habe gerade mal den Zipper-Sweater vom Kleiderbügel genommen. Und zeige euch jetzt mal noch, wie das hier innen aussieht. Und zwar sieht hier nicht ganz so sauber aus, weil ich da Fäden vernäht habe. Aber so an sich ist das hier jetzt quasi auch innen total sauber, weil man da innen nochmal was reinstrickt, wo man dann den Zipper einnäht. Also das finde ich echt cool gemacht. Ich finde, mir ist es nicht ganz so sauber gelungen. Ich weiß auch nicht, woran das liegt.
Aber naja, ich glaube, da ist man ja auch selbst immer ein bisschen kritischer nochmal mit sich als vielleicht der manch anderer. Und ja, insgesamt finde ich, ist das eine total tolle Anleitung. Ich zeige sie euch nochmal auf dem Bügel. Einmal hier, vielleicht noch umgeklappt. Genau, hier mit dem Zipper. Ja, ich finde den Zipper-Sweater hier total gelungen mit der La Mana Bergamo. Ich hoffe, der wird jetzt mehr getragen als der Champagner-Cardigan, aber ich gehe schwer davon aus. Ja, ich blende euch jetzt hier am besten einfach nochmal ein paar Bilder ein, wie der getragen aussieht, weil er ja für mich auch einfach ein bisschen zu groß ist. Und dann könnt ihr euch einen Eindruck verschaffen, wie der Zipper-Sweater, nicht Man, sondern der Zipper-Sweater, aber für einen Mann, so aussieht. Genau, so viel zu meinem ersten abgeschlossenen Strickobjekt. Und dann habe ich noch ein zweites. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich das euch schon gezeigt habe. Und zwar ist das meine Januarsocke. Die hatte ich euch, meine ich, schon einmal gezeigt. Hier ist sie komplett. Und ich bin mir nicht sicher, ich glaube, die zweite hatte ich noch auf der Nadel. Und die ist hier auch einmal komplett zu sehen. Also meine Januarsocken habe ich auch wirklich pünktlich im Januar noch abgeschlossen. Und genau, da habe ich ja schon mal gesagt, ich werde einfach Ende des Jahres nochmal zu meinen 12 Sockenpaaren, die ich jetzt im Verlauf des Jahres stricken werde, eine Sonderfolge machen. Dann kann ich euch nochmal genauer erklären, welche Socken ich gestrickt habe, was da für Besonderheiten sind, welche Wolle ich verwendet habe. Und dann haben wir, glaube ich, auch eine sehr schöne Folge für Ende des Jahres. Genau, ich blende euch hier jetzt einfach mal noch ein Bild ein, wie die Socken getragen aussehen, weil mein Sockenbrett Größe 38, 39 ist und die Socken ja ein bisschen größer gestrickt wurden. Von daher seht ihr auch mal, wie sie an den Füßen aussehen. Ja, damit sind wir auch fertig mit meinen fertig gestrickten Sachen. Ich glaube, ich habe jetzt endlich nochmal, also mit diesem Zipper-Sweater, den ich abgeschlossen habe, habe ich echt nochmal so einen Meilenstein gefühlt hinter mich gebracht, weil das doch sehr lange einfach gerade rechts gestrickt ist und ich irgendwann zu meinem Freund auch gesagt habe, warum ist denn dein Oberkörper so lang? Weil man wirklich echt ewig rechts strickt. Aber auf der anderen Seite sitzt man dann schön auf der Couch, kann Fernsehen gucken und nebenbei stricken. Hat auch seine Vorteile, wenn es einfach glatt rechts ist. Genau. Zipper-Sweater fertig und meine Januarsocken sind auch pünktlich fertig geworden. Also nicht erst jetzt, sondern sind auch noch im Januar fertig geworden. Und ich habe auch schon, wer mir auf Instagram folgt, weiß das auch schon, meine Februarsocken angefangen. Und zwar habe ich sie einmal hier. Sind das die Color Palette Socks. Wo ich immer, also ich habe das weiße Garn hier als Hauptgarn, sage ich mal. Und dann verschiedene rot-lila Töne, die hier jetzt nach und nach als Blockstreifen kommen. Und ich muss sagen, die machen so viel Spaß, diese Socken. Und die sind auch so schnell gestrickt, weil man einfach sagt, komm, ich mache noch einen Streifen und dann höre ich auf. Und dann, ja gut, ich mache gerade noch das Weiße wieder. Ha, hier, ich schlage gerade noch die nächste Farbe an, weil ich ja wissen will, wie die Farben harmonieren. Na ja, komm, ich mache, ja, das geht immer so weiter. Und dann hat man die super schnell gestrickt. Ich habe sie angestrickt und habe, glaube ich, die ersten drei Streifen mal direkt runtergestrickt. Dann die Ferse, das ist hier eine verstärkte Käppchenferse, die ist auch so in der Anleitung angegeben. Und genau, dann ging es jetzt hier weiter mit dem nächsten Streifen und jetzt bin ich hier beim Streifen Nummer 2 im Bereich des Fußes. Und das sind insgesamt 4 Streifen und dann kommt die Spitze, dann habe ich meine erste auch schon fertig. Und dann ja, hoffe ich, dass ich meine zweite jetzt auch noch in den nächsten 2 Wochen fertig bekomme, damit ich dann auch meine Februarsocken pünktlich im Februar beenden kann. Die Anleitung zu den Color Palette Socks, die gibt es kostenlos auf, ich glaube auch auf Ravelry. Könnt ihr mal schauen, ich werde das unten auch einfach verlinken. Ist auf jeden Fall eine kostenlose Anleitung und wirklich zu empfehlen, weil die super viel Spaß machen. Und ich hatte mal geguckt, also man braucht pro Streifen 2 Gramm, vielleicht 3 Gramm, keine Ahnung. Aber ich habe 2 Gramm ausgemessen oder abgewogen. Also man braucht 2 Gramm pro Streifen. Ich habe 2 Streifen hier in der gleichen Farbe. Also hier einmal und dann hier unten noch.
Und das heißt, es wären 4 Gramm, sagen wir mal 5 Gramm pro Socke. Also man braucht 10 Gramm, wenn man ein paar Socken stricken will. Ich glaube, da hat man überall, also ich habe ganz viele Sockenreste, habe ich euch ja in einer anderen Podcast-Folge gezeigt. Da sind 10 Gramm immer noch drin. Das heißt, das sind für mich bisher echt die perfekten Socken, um den Stash abzubauen. Ich glaube, da wird es auch noch ein zweites Paar geben in diesem Jahr mit diesen Color Palette Socks. Genau. Und wer mir auf Instagram folgt, der weiß auch, dass ich die Socken zusammen mit Stricken mit Links stricke. Sie hatte nämlich vor ein paar Jahren mal die Socken gestrickt und hatte die vor kurzem nochmal in ihrer Story und hat gesagt, oh, ich glaube, die will ich dieses Jahr auch nochmal stricken. Dann habe ich ihr direkt geschrieben, habe gesagt, hier, ich will die auch stricken. Und dann sagte sie zu mir, lass uns die einfach zusammen stricken. Das sind wir gerade am Machen. Sie hat total schöne verschiedene Grautöne, da gefallen mir die Socken auch sehr gut. Und noch eine ganz große Empfehlung, sie hat auch einen Podcast, den sie aber nicht, also den hat sie jetzt erst wieder quasi weitergeführt. Sie hat aber auch, wie der Name schon sagt, ganz viele Videos für Strickerinnen, die Linkshänder sind. Und da kann ich aus eigener Erfahrung berichten, weil eine Freundin gesagt hat, kannst du mir Stricken beibringen? Sie ist aber auch Linkshänderin und wir haben uns so ein bisschen durchgewurstelt und sie hat es hingekriegt, aber die Videos von Stricken mit Links sind auf jeden Fall echt gut. Und ich finde, davon gibt es natürlich viel, viel weniger als von Rechtshänderinnen oder Rechtshändern. Von daher guckt auf jeden Fall auch mal bei ihr, ich verlinke das auch wieder unten drin, auf den YouTube-Kanal. Sie hat sehr viele Tutorials und aber jetzt auch wieder seit neuestem ihren Strick-Podcast, den sie fortsetzt. Und da erzählt sie jetzt auch, wie sie Wolle gefärbt hat, wie sie auch ihre Color Palette Socks strickt und noch ein bisschen mehr. Also schaut da auf jeden Fall gerne rein, wenn ihr Lust habt, noch einen anderen Podcast zu schauen. Genau, abschließend noch zu meinen Color Palette Socks. Ich habe sie jetzt einmal hier runtergenommen von dem Sockenbrett. Zeige ich euch noch einmal die Wolle, wenn ich sie jetzt hier zusammenbekomme, die ich alles verwendet habe. Eine fehlt noch. Und zwar, ja, wie auch schon in meinem Socken-Stash-Video gezeigt, jetzt wird es auch hier einmal scharf, ist das die Wolle, die ich mir so zusammengesucht habe. Und dann, ich finde einfach, wenn man dann ein weißes oder ein schwarzes, einfarbiges Garn hier noch hat, um quasi so einen Kontrast zu markieren. Schwarz wäre mir hier, glaube ich, zu wenig kontrastreich gewesen. Aber weiß finde ich hier echt cool. Und dann, wie gesagt, lässt sich damit echt richtig gut Sockenwollstash abbauen. Also gut, ich wiederhole mich, finde ich eine richtig coole Anleitung und da werde ich vielleicht auch wirklich nochmal mit, ich habe ganz viele Grüntöne zum Beispiel auch, werde ich vielleicht auch noch ein zweites Paar stricken für den Sommer. Ja, das ist eine Sache, die ich auf den Nadeln habe. Dann habe ich euch auch schon mal gezeigt, noch meinen Easy Peasy Scarf von der Paula Strickt dabei. Und zwar ist das ein ganz einfaches rechtsgestricktes, seht ihr hier, rechtsgestricktes Dreieckstuch mit so einem kleinen Rand hier noch. Ich denke mal, wenn ich den einmal geblockt habe, dann wird das alles nochmal ein bisschen schöner. Was heißt schöner? Dann legt sich das alles nochmal schöner. Jetzt rollt sich es noch so ein bisschen ein. Und da bin ich hier. Wie zeige ich euch das denn am besten? Einmal so rum. Also ich habe hier angefangen, habe jetzt hier gestrickt bis zur Mitte. Hier ist der mittlere Bereich und bin jetzt hier wieder bei den Abnahmen. Ich gehe mal ein bisschen zurück, bin hier bei den Abnahmen und ihr seht, es ist nicht mehr viel. Hier bin ich jetzt dran und man nimmt einfach immer alle 2 Runden eine Masche ab. Das heißt, das wird jetzt noch, ja, keine Ahnung, jetzt dauert es echt nicht mehr lange, bis das Tuch fertig ist. Hier seht ihr es mal im Ganzen. Und dann kann ich euch auf jeden Fall den Easy Peasy Scarf von der Paula Strickt auch nochmal näher vorstellen. Ja, vielleicht schon mal vorab, das hier ist auch wieder, wie ihr seht, ne? Ja, weiß nicht, ob man es sieht. Doch, sieht man hier so ein bisschen. Ist zwar unscharf, aber es ist auf jeden Fall auch geribbelte Wolle. Ja. Ich hatte euch dazu schon mal berichtet, dass ich auch diese Wolle hier einmal geribbelt habe und jetzt den Easy Peasy Scarf draus mache.
der auch total weich ist aus Wolle von Knit Loop. Aber wie gesagt, dazu mehr, wenn ich fertig bin. Aber da bin ich wahrscheinlich auch diese Woche schon fertig und dann gibt es hoffentlich bald auch schon den nächsten Strick-Podcast von mir. Ja, das war mein zweites Strickobjekt, was ich jetzt noch am Stricken bin. Und weil ich ja meinen Zipper-Sweater fertig habe, muss ich jetzt ja, oder habe ich überlegt, dass ich jetzt auch noch ein großes Projekt wieder neu anfangen kann, weil ich eigentlich immer ein paar Socken und ein größeres Projekt irgendwie auf den Nadeln habe. Jetzt habe ich hier noch den Easy Peasy Scarf, den ich euch gerade gezeigt habe, dieses Dreieckstuch, was ich jetzt aber auch fast fertig habe. Und damit kann ich mir jetzt Gedanken machen, was ich Neues anschlagen möchte. Und dann möchte ich euch jetzt noch zwei Maschenproben zeigen, die ich kürzlich gestrickt habe. Und zwar hatte ich, einmal hier wiederholen, hatte ich euch auch in einer meiner letzten Strick-Podcast-Folgen die Wolle hier gezeigt. Das ist die Alba Silk von Schachenmeier. Ich habe jetzt hier schon die Banderole abgenommen, aber einmal hier die Banderole noch. Genau, und die hat dieses wunderbare Zeichen hier, bedeutet, dass sie GOTS zertifiziert ist. Und das habe ich auch schon öfter gesagt, ich versuche darauf zu achten, dass ich Wolle kaufe, die zertifiziert ist. Und ich muss gestehen, ich finde es super schwierig, da den Durchblick zu behalten. Da könnt ihr mal bei Stricken ohne Naht schauen, bei Instagram. Das ist die Irina und die kümmert sich da ganz, ganz dolle drum und hat auch in ihrem Shop nur Sachen, wo sie selbst sagt, das ist nachhaltig und das ist nicht nur nachhaltig im Sinne von kein Plastik drin oder so, sondern mit fairen Arbeitsbedingungen, Tierwohl, ja, die Umweltbedingungen müssen eingehalten sein. Also sie hatte auch jetzt vor kurzem einen schönen Beitrag zum Greenwashing gemacht. Also könnt ihr bei Instagram gerne mal reinschauen. Sie kümmert sich da wirklich drum und ja, man muss sich da so ein bisschen an die eigene Nase packen, weil es einfach super schwer ist, das Ganze zu durchblicken. Ich glaube aber, also ich hoffe, dass das Verständnis immer mehr kommt und dass wir dann da gemeinsam auch wirklich Wolle verstricken, die auch wirklich, wirklich nachhaltig produziert ist. Da muss ich mir auch an meine eigene Nase packen, weil man das ja doch, dann sieht man irgendeine tolle Wolle und denkt sich, ah, da will ich unbedingt was draus stricken, kauft sie und dann denke ich mir danach wieder, ach, kacke, ist vielleicht doch nicht die Wolle gewesen, die, ja, die nach den Nachhaltigkeitsstandards, die man sich gerne wünscht, produziert worden ist und deswegen bin ich jetzt am gucken, dass ich, wenn ich neue Wolle kaufe, da wirklich noch mehr drauf achte. Und genau, bin da ja drauf gekommen, weil die Alba Silk auch diese Zertifizierung hat. Und ich habe euch da schon mal eine Maschenprobe mitgebracht. Und zwar hier diese Maschenprobe. Jetzt ist sie scharf. Wahrscheinlich fällt dem einen oder anderen schon auf, worum es sich hier handeln könnte. Und zwar habe ich die Maschenprobe gestrickt nach Inspiration von dem Sweater Nummer 12 von My Favorite Things Knitwear. Ich habe die Anleitung noch nicht gekauft, weil ich erstmal gucken wollte, ob das von der Maschenprobe passt. Und das Muster halt, also man sieht auf den Bildern, wie das Muster gestrickt wird. Und es sind auch da Raglan-Zunahmen, da habe ich jetzt hier mal einfache Zunahmen gemacht, habe das hier auf der anderen Seite abgenommen, damit man hier wieder ein, ich sag mal, mehr oder weniger Rechteck hat. Und das muss ich jetzt waschen, plocken und dann auszählen. Und wenn das alles passt, dann wird aus der Alba Silk, die ich hier bekommen habe, ein Sweater Nummer 12 von My Favorite Things Knitwear. Ich weiß noch nicht, ob ich genug Wolle für einen Pulli habe. Ansonsten kann ich mir das auch gut vorstellen als T-Shirt. Da muss ich mal gucken, wie das aussieht. Vielleicht bestelle ich ansonsten auch einfach nochmal Wolle nach. Da werdet ihr aber auf jeden Fall auf dem Laufenden gehalten, was ich mit der Alba Silk jetzt machen werde. So, und jetzt ganz zum Schluss noch eine letzte Maschenprobe, die ich gestrickt habe. Ihr seht, ich war im Maschenproben-Strickmodus. Und zwar seht ihr hier von Rowan die Alpaka Classic, weil ich ja eigentlich im Rahmen des Frostbeulen Knit Alongs von der Frau Medi und Mädels Plausch den Untuva Sweater stricken wollte, den ich aber bis heute nicht angefangen habe, weil ich die ganze Zeit noch den Zipper Sweater ja auf den Nadeln hatte und wie ich gerade schon gesagt habe, ich schaffe es einfach oder ich möchte einfach nicht, dass ich mehrere große Strickprojekte auf den Nadeln habe. Das macht mich total kirre
Und deswegen habe ich hier bisher nur die Maschenprobe gestrickt. Jetzt ist es so, eigentlich wird das mit 3,75 mm Nadeln gestrickt. Ich habe mit 4 gestrickt, weil ich 3,75 gar nicht habe. Und meine Maschenprobe ist aber trotzdem viel zu klein. Also ich muss jetzt nochmal Nadelstärken höher gehen. Und ich weiß nicht, wie dann das Maschenbild wird. Also ich weiß nicht, ob man das hier sieht. Das ist jetzt schon luftig. Und dann muss ich jetzt mal gucken, wie das dann aussieht. Da werde ich auf jeden Fall noch eine neue Maschenprobe stricken mit 4,5 oder sogar 5 mm Nadeln. Und dann werde ich euch da auf jeden Fall auch berichten, weil den Sweater finde ich total cool. Die Wolle habe ich da und aus dem Grund möchte ich jetzt demnächst dann auch den Untuva-Sweater beginnen. Am liebsten auch noch vor dem Sweater Number 12, aber da muss ich mal gucken. Wenn das alles mit der Maschenprobe nicht passt, dann muss ich mir da erst nochmal Gedanken machen, wie ich das Ganze machen möchte. Vielleicht nehme ich auch einfach eine Größe größer in der Anleitung, da muss ich mal noch kurz drüber nachgrübeln und vielleicht den Familienrat einberufen mit meiner Schwester. Und dann werde ich aber auch diesen Untuva-Sweater noch stricken, bevor es dann in die Frühjahrs- und Sommerkollektion geht. Denn ich glaube, so langsam hat man auch Lust wieder auf was Luftigeres. Und ja, deswegen muss ich jetzt gucken, dass ich den letzten Winterpulli noch angestrickt bekomme. Genau, das war es jetzt auch schon wieder zu meinem Strick-Podcast, zu den Sachen, die ich fertig gestrickt habe, die ich auf den Nadeln habe und die ich in Planung habe. Ich hoffe, die Folge hat euch wieder Spaß gemacht. Lasst mir gerne einen Kommentar da, ein Abo, ein Like, was auch immer mir helfen könnte, um ja auch bei anderen Leuten in der Startseite zu erscheinen oder einfach auch ein bisschen mehr Präsenz zu bekommen. Da würde ich mich total drüber freuen. Jetzt wünsche ich euch alle, dass ihr gesund bleibt, dass ihr eine schöne Restwoche habt, viel Strickzeit und dann sehen wir uns schon ganz bald wieder. Macht's gut, ihr Lieben!